Warum antwortet Hachi nicht? Ich hoffe, er hat sein Funkgerät nur irgendwo liegen lassen. Ja, es ist hübsch nachts. Hübsch tödlich. Du hast dich gut geschlagen. Haben die Menschen dich auch ihre Waffen gelehrt? Nein. Die RDA hat meinen Clan abgeschlachtet. Mit Kugeln zerfetzt. So habe ich gelernt. Ich weiß, wie man sich als Letzter seines Clans fühlt. Die Menschen und ihre Waffen sind hier, um Leid zu bringen. Die Menschen hier waren einst RDA. Und ich werde sie daran erinnern. Wir sind nun verbündet, aber es ist nicht ihr Krieg. Sie kämpfen für den Geist ihrer Welt. Wir kämpfen für unsere Heimat. Letztlich hat Mercer seinen Willen bekommen. Wir sind Soldaten. Du bist nicht das, wozu sie dich gemacht haben. Du bist Na'vi. Hab Geduld. Fangen wir damit an. Ich habe es für dich gemacht. Mein eigenes Lied? Wie das meiner Mutter? Alle Na'vi tragen eine. Sie zeigt die Reise deines Lebens und erinnert dich daran. Ihre hatte mehr Perlen. Jede Perle bedeutet einen wichtigen Augenblick für den Träger. Ich habe eine aufgezogen. Für deine ersten Schritte zur Freiheit. Erschaffe eigene Erinnerungen. Neue Lieder in deinem Herzen. Ich hoffe, das können wir. Rignella will wirklich wissen, was es heißt, Zarentu zu sein. Aber bei der Tarsiu schien Nor verwirrt, aufgebracht. Ewa zeigt uns, wer wir sind und wer wir sein können. Aber sie erinnert auch an das Verlorene. Für dein Volk ist das eine schwere Bürde. Der Hinterausgang ist etwas versteckt. Er könnte dort sein. Der Feind greift immer mehr um sich. Die Clans müssen sich darauf einstellen. Die Kinder finden ihren eigenen Weg. Jake greift die Abbaustätten der RDA und die Lieferposten an. Das können wir hier auch. Die Abbaustätten befinden sich hauptsächlich in Sektor 3 und 4, aber in meinen Augen sieht es so aus, als ob sie sich weiter ausbreiten. Keine Ahnung, nach welchem Prinzip. Priya denkt, dass die Ballons, die wir sahen, mit Scannern ausgestattet sind. Muss ich mir ansehen. Die Lieferposten greifen wir in kleinen Teams an. Rein und wieder raus, bevor die RDA sich die Lieferungen holen kann.
Ich versuche wirklich, meine Fehler wieder gut zu machen. Ob es langt, wird die Zeit zeigen. Es ist nur wirklich toll zu sehen, wie ihr Sarentu euch einlebt. Ihr habt nur ein Zuhause. Sie ist aus wie ein Teil des Teams. Ich krieg noch Nackenschmerzen. Am Ende von all dem gibt es eine diplomatische Lösung. Das schwöre ich. Nor, wo bist du?
arbeiten muss. Ja, und das geht einfach weiter. Aber was noch? Nicht jetzt. Aber was noch? Es hat vielleicht zu tun mit... Vielleicht spät, aber was noch? Nein, nicht jetzt. Aber was noch? Geplatzte Aderschote.
nicht, wieso Metall die so verrückt macht. Kommt doch auf den Boden, oder? Die Kinder finden ihren eigenen Weg. Wer hat Bock auf Dienstagsfilmabend? Ich hab die krasseste Slasher-Sammlung diesseits des ACA. Vielleicht sollte ich da aufhören. Ich frage mich, ob... Ich frage mich, ob... Nor muss hier lang gekommen sein. Okay. Nor hat die Basis verlassen. War definitiv hier. Geplatzte Adernhülse muss hier durchgehetzt sein. Der Geruch. Folge dem Geruch.
Priya, hörst du mich? Ich habe die Spur von Nor bei den Klippen verfolgt, aber seine Fährte verloren. Ich glaube, er hat einen Fluss überquert. Er ist sicher nicht weit weg. Vielleicht wollte er nur ein wenig erkunden. Vielleicht. Ich klettere jetzt weiter.
Hey, Sotlek, bist du da? Ich glaube, Nor ist in der Nähe. Vielleicht könntest du mit ihm reden. Über deinen Clan. Sotlek? Alma und ich überprüfen eines der anderen Lager. Kein Mucks dort. Du klingst besorgt. Die Himmelsmenschen breiten sich weiter aus. Ob sie es gefunden haben? Sotlek?